Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion Steel 2 im 4 gegen 4 Classic Mode. Letztes Mal haben wir Elemente gespielt, das heißt, wir gehen heute auf die Untoten. Welcome to Nova. Aber wir probieren alles mal so ein bisschen aus. Fürst des Todes, geile Geschichte. Das bedeutet, wir könnten. Der rollt aber ganz schön oft. Mit dem Metzger starten, wir können mit dem Albtraum starten. Wir machen einen Albtraumstart. Das klingt nicht schlecht. Dann können wir vorne noch die Gargoyles platzieren und die Bone Crusher bzw. Torwächter mit dem Metzger dazu. Fähigkeitsschaden. Hast du Fähigkeitsschaden? Ja, vielleicht der upgradete. Magieschaden. Das ist ganz schön knapp geworden durch die Schnecke. Nee, Fähigkeitsschaden haben wir nicht. Zumindest nicht viel. So, machen wir einen Gargoyle mit hin. Upgrade. Ja, die Untoten sind unheimlich stark, schon alleine durch den Fürst des Todes. Metzger-Albtraum-Kombination. Gargoyles auch. Ja, ich finde einfach, die haben wirklich gute Einheiten. Ich meine, es hat jede Legion so sein eigenes Ding. Bei Atlantern ist es zum Beispiel die Hydra, bei den Mechs der Pyro und so weiter und so weiter. Also für jeden was dabei. So, Gargoyle in den Split. Sollte erstmal reichen. Ich will jetzt auch schon so einen kleinen hinstellen, den ich dann zum Bone Crusher mache. Das geht. Ist gar kein Problem. Ging nicht raus. Kacke. Ah, Gargoyle hält das auf. Alles abgewehrt. Der hat durchgelassen mit seinem Metzger. Okay, er hat auch noch natürliche Verteidigung. So, wir werden erstmal einen Rocker holen. Und dann baue ich den Bonecrusher auf und dann reicht das. Ach ja. Das wären hier entspannte Runden. Also vor uns war die Auswahl, okay. Meine, es ist Triple Buff, vielleicht stellt er da noch was rundherum. Zwei Metzger und ihn hier, den er zu dem Meeresteil machen kann.
So, was haben wir hier? Ganz viele Pewis. Waldläufer, Gatling Gun. Gucken wir mal. Echse rein auf jeden Fall. Ich habe jetzt keine Schnecken geschickt. Wobei, es kommt noch eine dazu. In dem Auto send. Torwächter in Split. Durch die kleinen Hunde sind die nicht schlecht. Dann mache ich noch Bonquascher hin, dann mache ich hier noch einen Gargoyle hin, hier noch einen Albtraum hin und dann bitte den Metzger. Das ist der Plan. Hat einen von denen aufgewertet. Ah, der Große ist schon tot. Wird knapp. Aber schafft's. Schade. I will cut you to pieces. Da muss man was anderes hinstellen. So, jetzt können wir natürlich den Metzger schon platzieren. Weil in dem Moment ist jetzt schon gut Verteidigung da. Was genutzt werden kann. Und dann packe ich Rocco rein. Ich hatte ein Gold zu wenig für den Rocco übrigens. Deswegen bauen wir die nächste Runde. Ah, Gauge war natürlich schnell down im Split, aber ist kein Problem. Das soll ja rechts nur verzögern, damit links dann der Schaden kommt. Echse weg. Hat aber nicht Fiesta. Da noch einen Lebensbaum hinstellt. Ja, es wird spannend, was da passiert. So richtig weiß ich noch nicht, was der vorhat. Aber wir werden es rausfinden. Upgrade. Ich pack mal lieber ein bisschen was in den King rein, einfach. Weil die mir hier so viel zu verkacken haben. Und da ist der Baum. Er hat aber dann nur einmal den Metzger-Buff, oder sehe ich das falsch? Er hat ihn nur einmal. Das deckt sich also nicht hoch. Gerade als Fernkämpfer, da ist er schlecht platziert, weil der wird ganz zum Schluss erst angegriffen. Hält er. Kann ruhig mir noch einen Worker holen. Ganz viele Pewis und Veteranen und sowas hat er hingestellt. Upgrades. Das Ding ist, die haben natürlich auch diese Knochen Magier und diesen Knochen Archer oder wie die heißen.
Persönlich finde ich die aber nicht so toll. Also vielleicht den Magier. Wenn man da mal einen hinstellt, so, ist kein Problem. Aber dieser Archer, der ist ja übelst kacke. Und der Mini-Schaden, dafür, dass er so viel kostet, also das heißt so viel, aber sind 80 Gold so, wenig Schaden. Und diesen magischen Schadenangriff, weiß ich nicht. Ist irgendwie nicht so toll. So, Kanonenschütze rein. Wir bauen den auf. Ich werde hier den zweiten Albtraum schon platzieren. Hier noch ein Gargoyle hin. Boah, Alter, das ist übel viel. Naja, was soll's. Und sein ganzes Gold weg. Wer weiß, was er vorhat. Das sehe ich noch nicht so. Will vielleicht groß machen. Wer weiß. Das ist meiner. Habe sogar noch Shutter und Gold abgegriffen, das ist gut. So, haben wir den abgegradet. Das reicht. Er hat so viele Stufe 1 Einheiten platziert, auch abgegradet schon, aber. Und der Ochse dort. Minischnecken. Er hat es nicht geschafft. Das habe ich jetzt nicht erwartet. So. Wie ein dunkles Ritual. Damit ich noch schneller meine Würfe bekomme. Mein King, der hat doch gar nichts abgekriegt, so. Ist alles entspannt, den können wir eigentlich noch ein bisschen weiter vorstellen. So sollte das klar gehen. Ja, das ist das Gute am Fürst des Todes, wenn er seinen Drachen holt, gehen die Nahkämpfer erst auf ihn und dann wird er nicht mehr angegriffen. Das ist geil. Die Kanone konnte noch gar nicht angreifen. Seine Einheiten waren zu weit vorne wegen den Fernkämpfern. Das ist ein Bananenbaum. Wir machen ein Upgrade. Und fertig. Mehr Worker.
Meine nächste Runde schicken auf die 13. Wäre okay. Magischer Schaden ein bisschen mit rein. Für die Ochsen. Ja. Na, VS rein. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Oh, die Kohle war richtig gut, die ich genommen habe. Also das dunkle Ritual. Eine Aufwertung fehlt noch. Theoretisch können wir Blut reinhauen, weil die natürliche Verteidigung haben, hat keinen magischen Schaden, gar nichts. Das heißt, auch auf 15 ist da richtig kacke. Das werde ich ausnutzen. Aha, meine Kohle. So will ich das sehen. Jetzt gehe ich auf 15. Vielleicht machen die ja sogar mit. Werden wir sehen. Aber wir gehen auf 15. Wir machen hier Upgrades. Wir machen hier rein. Und dann bauen wir nächste Runde noch Fürsten ein. Vielleicht auch zwei, je nachdem wie die Kohle passt. Das klingt gut. So, der magische Schaden da ist, muss ich andere Sachen reinpacken. Am besten Aufprall. Aufprall oder Stich, aber Dinos sind da sowieso fett, wenn er da keinen magischen Schaden hat. Rambock. Rambock ist eine gute Idee. Was ist los? Ich würde sagen, warum hängt das? Internet. Hamburg Star, das ist schon mal sehr gut für seine Gatling Guns. Sieht doch gut aus. So machen wir das. Da geht noch einer. Und dann wahrscheinlich noch eine Schnecke. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Auf der anderen Seite. Ging schon los. 440. Okay, scheint, als habe ich beide nicht Probleme zum Server oder so. Jetzt ist der Hamburger natürlich schon weg und ich habe nicht so viel gesehen. Wird er wahrscheinlich halten. Hat plus 40, okay.
Wir machen hier ein Upgrade. 100%ig. Hier ein Upgrade. Und dann gibt es 10 Worker für mich. Es ist gar nicht so leicht, bei ihm durchzukommen. Ich soll auf jeden Fall auf 18 nochmal schicken. Wenn er keinen magischen Schaden hat, ist das super gut. Ein Voreis hat gut funktioniert, deswegen werde ich es auch wieder reinpacken. Gar kein Thema. Das hängt irgendwie ein bisschen. Ganze Echsen. So. Wir machen das so. Ich glaube, ich werde zwei so eine Magier hinstellen. Das klingt nicht verkehrt. Ich hole mal so ein bisschen was raus. Ich habe schon mal einen Metzger hingestellt für die Albträume, die ich dann da hinten noch platzieren will. Alter, holy shit. Der hat nur Crab Lords. Und Daphne. Was ist das, Purple? Oder Pink? Wir machen das so. Habe ich natürlich den Autosend mitgemacht mit den 5 Drachen. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Weil er keinen magischen Schaden hat. Ich habe schon geblockt. Ja, schafft es doch. Ich hätte ein Voreis gebraucht. Naja. So ist das halt. Ich glaube, noch weiter rüber kann ich nicht gehen, weil dann der Split nicht mehr funktioniert.
Das heißt, hier muss ich auch dahinter jetzt bauen. Ich könnte auch einen Metzger noch hinstellen, aber muss nicht sein. Das sind genau 10. Nochmal Drachen rausgehauen. Ich glaube, hole ich jetzt keine mehr. Oh, 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 oh. Das ist immer geil. Fürst des Todes mit Megadrachen. Achtung, habe ich schon wieder gesammelt. 1000 plus, das klingt gut. Bin echt gut dabei. Nur der Orangen hat mehr. 1500. Aber hier ist natürlich krass wegen den ganzen Crab Lords. Ja, brauchen wir einen Hexen, Ogre, Centaur, sowas. Alter. Redman von Banana Bank und dann nochmal drumherum Ochsen. Das heißt, da muss ich wirklich fett auf Voreis gehen, damit die weg sind. Okay, der Grüne ist drunter, der ist drüber, der ist auch drüber, meiner ist auch 1000 drüber. So, wir können jetzt ihn noch upgraden und fertig. Jetzt haben wir 6 Hartisse und 4 Fürsten. Machen die den Baum groß oder machen die einen von sich groß? Das ist die Frage, ne? Oh, die Shit ist der Feld. Ach so, wegen Kampfnarben. Pura Blumenbüros. Tore mit am Start. Kampf nach dem Todesengel. Okay, die machen den Baum fett. 22. Hm. Machen das, das und das. Und wir machen das. Ich muss Voreis schicken für ihn. Sonst wird das nichts. An Centaur geschickt und Hexen. Bin gleich weg vom Fenster. Ich bin nicht als erstes tot. Den kriege ich auch durch die Voreis. Er hat zu viele Tanks, dass er zu lange überlebt hat. Für uns war es das aber leider. Wir haben alle schon verkackt. Wir haben zu lange durchgehalten. Aber es ist nicht schlecht. Ich hab nicht mal rerollt. Ich habe einfach so die Untoten genommen, wie es halt war. Trotzdem eine gute Runde. Ja, das war's für heute mit Legion TD2.
Schau doch gerne bei den anderen Videos vorbei hier. Beim letzten Mal habe ich die Elemente gespielt. Ja. Lasst gerne ein Like, Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.